Mit einem großen Lächeln und noch größerer Vorfreude strömten vor einigen Tagen hunderte Remax-Makler ins Linzer Design Center. Endlich wieder eine richtige Veranstaltung, endlich sich wieder persönlich treffen können. Am meisten freue ich mich, dass ich meine Kolleginnen und Kollegen treffen kann, die ich seit teilweise 2 Jahren kaum gesehen habe, und das tut richtig gut und das Herz geht einem auf, wie man die Menschen wieder sieht und sie begrüßen kann. So viele liebe Kollegen so treffen nach einer langen Zeit. Der Austausch ist einfach so wichtig für unsere Branche. Es ist wichtig für uns, dass wir mit den Kollegen plaudern können in einer gelassenen Atmosphäre, und das ist das, worauf ich mich am meisten freue. Ja, ich denke, dass es bei den Besuchern eine riesen Erwartungshaltung ist, dass wir uns wieder mal treffen. Dass wir uns nicht nur zum Arbeiten treffen, sondern einfach auch mal auf ein Glas oder 2 Gläser an der Bar und der Kommunikation. Ich glaube, alle Menschen in dieser Pandemiezeit haben ein riesen Vakuum gehabt, sich zu treffen und auszutauschen. Die Racon 22 der österreichischen Remax-Familie war schon deshalb etwas ganz Besonderes. Zur guten Laune trugen da wohl auch die sensationellen Erfolgszahlen der Remax-Makler bei. Ja, das Highlight war sicherlich der Umsatz, den wir getätigt haben im letzten Jahr, über 26% Wachstum. Das ist nicht selbstverständlich, da sind wir sehr, sehr dankbar dafür. Und da möchten wir uns natürlich an dieser Stelle bei allen Kolleginnen und Kollegen im gesamten Netzwerk recht herzlich bedanken. Erfolg, der nicht von ungefähr kommt. Die Remax-Zentrale pusht mit professionellem Marketing und ständigen Innovationen. Wir sind ja heute auf der RACON 22 und dieses Groß-Event, unsere Convention, ist schon mal so quasi ein Teil von dem, wie wir unsere Mitarbeiter, unsere Kunden zu Fans machen, aber natürlich auch mit anderen Strategien und Marketingkonzepten. Also ich denke, einer der großen Vorteile, die wir als Netzwerk haben, ist, wir sind ein Franchise-System, und am Ende des Tages ist ein Franchise-System auch so etwas wie eine Innovationsgemeinschaft. Das heißt, wir haben über 115 Bürostandorte, die alle ihre Erfahrungen und Ideen aus dem Alltag einbringen in das Netzwerk, die wir dann gemeinsam mit den Mitgliedern weiterentwickeln. Und dadurch sind wir sehr innovativ, und diese Innovation hilft uns natürlich, effizienter und besser zu sein. Auch in der Pandemie haben wir gesehen, wie viel in die Weiter- und Fortbildung investiert wird und überhin zu ProCorona und Mitarbeiter. Remax wächst seit Jahren vielfach schneller als der Markt, und das ist wohl kein Zufall. Remax wird repräsentiert von der Familie Reikersdorfer, und die Familie Reikersdorfer führt das Unternehmen Nummer 1 in Form von Kooperation, in Form von Freundschaft und in Form von einer Zusammenarbeit, wie man sich's, glaube ich, als Kunde und auch als Lieferant wünschen kann. Daher sind wir ausgesprochen gerne dabei. Es sind die Akteure, also es sind die langjährigen Partner im Netzwerk. Es ist vor allem natürlich der Familie Reikersdorfer zu verdanken, dass es so erfolgreich ist, und alle, die hier teilnehmen. Den maßgeblichen Erfolg macht es aus, dass wir uns wieder so wie in der Form treffen und speziell auch diese Veranstaltung nutzen, um die besten Dinge auszutauschen, die wir dann in unsere Praxis umlegen und umsetzen können. Aus meiner Sicht macht ein Erfolg dieses Netzwerkes die Kooperation und Zusammenarbeit aus, und das unterscheidet Remax ja auch wesentlich in der Branche. Denn mit einer Extrameile werden aus Kunden echte Fans, wie auch Watchadoo-Gründer Ali Malocci eindrucksvoll referierte. Ein wichtiges Rezept ist, selbst im jetzigen Markt, in dem heißen, umkämpften Markt, sich voll auf die Interessenten auch zu konzentrieren und auch den einzelnen Interessenten wertschätzen, servicieren und Aufmerksamkeit schenken. Na, ich glaube, dass das die Betreuung der Kunden und auch die Wertschätzung der Kunden, die wir schon seit einigen Jahren als Credo eigentlich für uns ganz ein wichtiger Part ist, sehen wir schon, dass die Kunden sehr stolz sind auch dann wieder, dass sie bei uns sind, und wir auch sehr stolz auf die Kunden sind. Ja, ich glaube, das ist ein Hauptgrund, warum wir so viele zufriedene Fans schon haben. Wieso Remax die größte Fanbasis hast, das sind viele Komponenten. Das ist einmal natürlich das tolle Team von Remax Österreich, die uns wirklich in allem unterstützen. Aber natürlich dann auch die einzelnen Broker-Owners samt ihre Teams, die das natürlich wunderbar umsetzen, was uns vorgegeben wird. Einerseits das Know-how, aber natürlich auch diese Menschlichkeit, die im Vordergrund steht. Und das wollen wir natürlich auch mitnehmen auf die Kunden und den Kunden in den Mittelpunkt bringen. Ich glaube, weil wir mit Begeisterung unsere Arbeit machen. Und das gepaart mit Professionalität, perfekt. Endlich wieder richtig Party machen. Die Remax-Makler haben sich dieses Fest zum Abschluss der RACOM 22 mehr als nur verdient. Und so wurde die Night of the Stars, der besten Makler des Jahres, wohl auch zur fulminanten Partynacht.